Mit 37 Weltcupsiegen, 4 Olympia- und 5 WM-Medaillen ist Dominik Landertinger der erfolgreichste österreichische Biathlet. Im Frühjahr 2020 erklärt er aber seinen Rücktritt aus dem Sport, den er eigentlich liebt. Und er ist uns heute verbunden, um mit uns über die vergangenen Ereignisse, aber auch seine persönliche Zukunft zu sprechen. Servus, Dominik. Servus, grüß dich. Dominik, sprechen wir gleich das an, was ich zu Beginn genannt habe. Eine außerordentlich gute Bilanz aus österreichischer Sicht. Bist du in der Hinsicht das Maß aller Dinge? Wie weh tut es jetzt ein Jahr später nicht mehr mit dabei zu sein? Oder bist du froh über das, was du erreicht hast? Nein, mir tut es eigentlich gar nicht weh. Ganz im Gegenteil. Ich bin glücklich mit der neuen Lebenssituation, was ich jetzt habe. Ich habe mehr Zeit für die Familie und ja, der Sport ist ja doch noch irgendwo dabei, kann ja als Co-Moderator im ORF auch die Rennen moderieren. Somit bin ich trotzdem noch dabei in dem ganzen Business und schaue mir das gern von außen an. Aber bei mir war es gerade der richtige Zeitpunkt fürs Karriereende und dann haben wir einen guten Abschluss gehabt und habe mit dem wirklich super abschließen können. Aber diese Bronzemedaille in Antholz, um diesen glorreichen Abschluss vielleicht auch noch in Medaillen zu nennen, hat dir dann auch nochmal zusätzlich bewiesen, es wäre vielleicht doch noch was gegangen oder hat der Körper wirklich gesagt, Schlussende? Nein, ich bin extrem froh über die Bronzemedaille in Antholz, weil die nicht selbstverständlich war und verbunden war mit sehr hartem Training und extremen Aufwand, gerade in Sachen Physiotherapie, was meine Rückenproblematik dazu mal angegangen ist. Und soweit bin ich voll fit. Ich merke aber zum Beispiel, wenn ich mehr im Skating-Bereich langlaufen gehe oder wenn ich das Training in meinem Hobbybereich, wo ich jetzt unterwegs bin, forciere, dass da einfach nachher wirklich ja, die Rückenschmerzen wieder kommen. Und für den Spitzensport hätte das nicht mehr gereicht. Ja. Aber grundsätzlich, wenn man einen Ausdauersportler fragt, nachdem er seine aktive Karriere beendet, ist es relativ schwierig, wahrscheinlich aus diesem Rhythmus rauszufinden. Aufgrund der Schmerzen, die du hattest, ist es dir sicher leichter gefallen. Aber ich glaube, im Kopf findet dann schon ein gewisses Umdenken statt, wenn man von heute auf morgen nicht mehr diese Intensität quasi auslebt. Ja, was sicher nicht einfach war, war die Entscheidung damals, also vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahr ist es schon her, dass ich sage, ich beende meine Karriere. Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, das muss ich schon ganz ehrlich zugeben, weil man natürlich sich fragt, wo geht die Reise hin, was macht man als nächstes. Und obwohl man ein erfolgreicher Sportler war, ist es gar nicht so einfach, dass man da noch im normalen Leben, wenn man das so sagen kann, Fuß fasst. Aber ich habe mir da wirklich leicht getan. Also ich habe mir gleich mal neue Ziele gesteckt und von dem her war es für mich kein Problem im Nachhinein, war das wirklich ein super Übergang. Und vor allem, du hast das jetzt schon erwähnt, du bist als Co-Kommentator im Wechsel mit Christoph Sumann immer wieder im Einsatz mit dabei. Du hast dann auch die ein oder andere Tätigkeit im Nachwuchsbereich. Welche Tätigkeit erfüllt dich mehr oder ist es genau dieses Wechselspiel zwischen verschiedenen Komponenten, das dich dann irgendwo glücklich stimmt? Ja, es ist eigentlich, das Lässige ist das, dass ich als Co-Kommentator die Biathlon-Welt einfach von einem anderen Standpunkt sehen kann, als wie was früher war. Und es ist natürlich sehr interessant, den Überblick über alles zu haben, weil man natürlich als Sportler doch in sein Tunnelblick ist die ganze Zeit und sich mit sich selbst so beschäftigt, dass man das drumherum gar nicht einmal so mitkriegt. Und das ist jetzt als Co-Kommentator natürlich wirklich lässig und was ich mir nicht gedacht habe, dass ich so brutal mitfieber mit den Biathleten, mit meinen ehemaligen Kollegen und mich über ihre Siege so dermaßen frei. Und von dem her lebt man da einfach mit und hat man da wirklich eine Gaudi und überhaupt, wenn natürlich man so eine Leistungen rauskommen, wie man es letztes Jahr bei der Hausa Lisa gesehen hat, das war natürlich ein Wahnsinn. Und ja, und nebenbei habe ich mich selbstständig gemacht mit meiner eigenen Firma Dominik Landertinger Performance, wo ich Leistungsdiagnostiken mache, Trainingsplanung mache für Hobbysportler, wirklich auch für Anfänger bis hin zum Spitzensport. Und ja, und im Biathlon-Bereich bin ich auch im Nachwuchs ein bisschen tätig und helfe damit. Und das ist dann schon, sind schon einige Aufgaben und mir werden nicht fad, sagen wir es mal so.
Ja, hört sich mal ganz gut an, diese drei Komponenten, die dein Leben momentan ausfüllen. Neben dem Familienleben, du hast es bereits angesprochen, Dominik Landertinger Performance im Zuge der Corona-Pandemie, das Ganze auch aufgezogen. Wie wichtig war es da, irgendwie Alternativen vielleicht zu finden, eben Online-Kurse oder Online-Angebote dann auch zu liefern? Inwiefern hast du auch versucht, das an die Pandemie anzupassen? Ja, man muss sich natürlich einstellen drauf. Es ist keine einfache Zeit überhaupt für die Wirtschaft, glaube ich, eine der schwersten Zeiten seit langem. Und ja, ich habe natürlich vieles online gemacht. Ich habe da eine super Online-Plattform, Zoom heißt das, und wo man eigentlich die Trainingspläne wirklich gut schreiben kann über die Plattform, wo man aber auch die komplette Auswertung vom Sportler sieht, wo bewegt er sich, wie schnell bewegt er sich und wie war seine Trainingseinheit mit Puls und allem drum und dran. Und da konnte man natürlich auch von daheim aus das Training super steuern. Mhm. Und was den Spitzensport angeht, ja, da gibt es sowieso eigene Regeln, weil das natürlich mit Beruf verbunden ist. Und da muss man halt dann, wenn man am Mann arbeitet, ja, wirklich die Vorschriften ganz genau einhalten und auf Nummer sicher gehen, dass da ja nichts passiert. Also du bist dem Sport sehr nahe, nach wie vor, trotz Karriereende. Ist das vielleicht auch so der Übergang zu zukünftigen Plänen, dass du dich dann auch irgendwie im ÖSV eingliedern wirst und möglicherweise auch der Herrentrainer der Biathleten irgendwann werden könntest? Ja, ich glaube, da rinnt noch viel Wasser am Bach, habe ich, weil, ja, also ich arbeite ja mit dem ÖSV in meiner Nachwuchs, wo ich im Nachwuchshilfe im Biathlon-Bereich arbeite, ich ja gut mit dem ÖSV zusammen und hilft da auch gerne mit. Ich habe ja da sehr viele Bekannte und wirklich Leute, die ich gut kenne und wo das einfach sehr gut harmoniert. Als Cheftrainer und die Sachen, ich war so viel in meiner Karriere unterwegs und ich habe jetzt einen dreijährigen Buben daheim. Also das ist in den nächsten Jahren kein Thema für mich, weil ich doch die Zeit jetzt daheim genieße und schon die Zeit auch unbedingt mit meiner Familie nutzen möchte. Und von dem her ist das jetzt kein Thema. Ne? Kommen wir vielleicht zu dem, was uns am Wochenende dann in Östersund erwartet, nämlich der erste Wettkampf. Die Österreicher haben im Corona-Jahr so lala abgeschnitten. Mit dem 15. Platz war Simon Eder der Bestrangierte. Wie siehst du denn die Chancen in diesem Jahr bei den Männern? Bist du zuversichtlich, dass sich das Ergebnis im Gesamtweltcup zumindest verbessern wird? Ja, gerade im Herrenbereich sagen wir, ist der Nachwuchs bei uns nicht ganz so gut wie im Damenbereich. Das muss man ganz ehrlich, glaube ich, auch ansprechen. Somit müssen wir natürlich auf unsere alten Eisen wirklich aufbauen. Und ich war jetzt gerade am Wochenende bei den Qualifikationsrennen in Obertiliach, wo alle Biathleten am Start waren. Und ja, gerade unser routiniertester Athlet, der Simon Eder, hat sich da sehr gut wieder präsentiert. Seine Schussleistung, glaube ich, schließt ganz genau an dem an, was er letztes Jahr gebracht hat. Und läuferisch, glaube ich, ist er auch wieder auf dem Level. Also wenn da dann alles zusammenpasst und er läuferisch sich vielleicht noch ein bisschen in einer Form kommt, dann ist bei ihm sicher wieder alles möglich und sehr, sehr gute Leistungen möglich. Das Gleiche, würde ich sagen, gut für den Leitner Felix, der was da sich sicher auch sehr gut entwickelt und für den Julian Eberhardt. Ich hoffe auch natürlich, dass der Komatz David wieder an die Leistungen anschließen kann und das, glaube ich, schaut auch ganz gut aus. Und dann haben wir da eh schon wieder vier Leute, die gute Leistungen abrufen können und im Gesamten noch in einer Staffel was bewegen können. Ja. David Komatz ist auch ein Name, der vor allem im September im Rahmen der Staatsmeisterschaft auch aufgetaucht ist. Da hat er sich nämlich den Titel gekrallt. Was können wir von dem Steirer erwarten? Inwiefern hast du ihn kennengelernt und was sind seine Stärken und Schwächen? Ja, David kenne ich schon sehr, sehr lange. Also seine Stärken sind sicher im Schießen. Ist er gerade in dem Bereich ist er einer von den Besten und er kann mit Druck auch sehr, sehr gut umgehen. Das, was ich ihm hoch anrechne. Läuferisch muss er natürlich schauen, wer da mit der Weltspitze ganz vorne nicht mitkommen. Deswegen muss er sich auf seine Schussleistungen konzentrieren, dass die passen. Und dann ist aber bei ihm trotzdem sehr, sehr viel möglich, weil was er kann, das ist, wenn er mal irgendwo nachlaufen kann und wenn es wirklich zum Beißen wird, dann holt er alles aus seinem Körper.
Trotzdem muss man sagen, die beiden Norweger, die in der vergangenen Saison das Geschehen dominiert haben, werden wahrscheinlich auch jetzt in dieser Saison ein Wörtchen um den Gesamtweltcup mitreden. Johannes Bö ist der alles überragende Mann in der jetzigen Zeit, aber auch Sturla Holm Lagreid, hoffentlich richtig ausgesprochen, hat in der Vorsaison durchaus konkurrenzfähig dagegen agieren können. Siehst du die Norweger wieder an der Spitze oder gibt es einen Geheimtipp von Dominik Landertinger? Ich glaube, Norwegen, mit denen müssen wir voll rechnen. Also gerade was die letztes Jahr performt haben und was da für Team nachkommt, werden die sicher einen Ton angeben, wenn sie nicht irgendeine größeren Schnitzer gemacht haben im Training, aber für das sind die zu erfahren, das glaube ich jetzt fast nicht. Mit was ich schon auch stark rechne, das sind mit den Franzosen. Die haben auch ein extrem starkes Team und Nachwuchs ohne Ende, also da kommen wirklich ganz, ganz starke Leute nach. Die zwei Nationen, glaube ich, werden ganz stark einschlagen. Gespannt bin ich auf die Schweden, wie sie das so entwickeln. Die sind letztes Jahr am Anfang von der Saison extrem gut eingestiegen, haben aber nachher ein bisschen nachgelassen. Und ja, im Biathlon-Sport ist es einfach so, die Konkurrenz geht da nicht aus. Du hast den ganzen Ostblock dabei, wo immer wieder gute Leute dabei sind. Und auch Skandinavien und Mitteleuropa mit Deutschland, Österreich, Tschechien und alles Mögliche. Also du musst im Biathlon fast bei jeder Nation hast du fast zwei Leute, die was wirklich Weltspitze sind. Und das macht das Ganze natürlich extrem schwierig. Beim Einzelsport geht es ja natürlich am Ende des Tages darum, den Sieg zu ergattern. Aber wie wichtig waren für dich auch so Galionsfiguren wie am Anfang deiner Karriere ein Ole Einar Bjørndalen, dazwischen Martin Fourcade und jetzt eben auch ein Johannes Bö, um selbst die Spitzenleistung zu erreichen, quasi Zugpferde in der eigenen Disziplin. War das auch ein Punkt, wo du gesagt hast, da hänge ich mich dran, um an meinem Optimum ranzukommen, oder schaut man wirklich nur auf sich selbst? Nein, gerade auch Ole Einar Bjørndalen war für mich ein Riesenvorbild. Das, was ich als Jugendlicher, schon immer als Vorbild gehabt habe. Und da, wo man natürlich auch nacheifert und irgendwann läuft man und gegen den und matcht sich gegen den. Und ich habe ihn dann auch doch ein paar Mal geschlagen auch. Das ist nachher das, was den Sport dann wirklich ausmacht. Also das ist, glaube ich, der Sport lebt von solchen Typen und von solchen Leuten, die was wirklich Höchstleistungen bringen und das immer wieder abrufen können. Und für das braucht es halt ein Riesentalent, extrem fleißiges Training und einen richtigen Fokus drauf zu legen. Also du musst dein Leben eigentlich nach dem Sport richten. Und das ist nachher schon beeindruckend und motiviert natürlich auch. Und gerade im Biathlon-Bereich muss man vorher am Ball bleiben, weil wenn du da einmal locker lässt, egal ob in der Schießzeit oder im Laufbereich, dann da zählen einfach Sekunden und ein paar Sekunden können gleich 5, 6 Plätze. Jetzt sprichst du von diesem Fokus, der auch in deiner Karriere mit Sicherheit ein wichtiger Faktor war. Gab es zwischendurch immer wieder Phasen, wo du selbst irgendwo gemerkt hast, dass du den Fokus vielleicht aus den Augen verlierst, dass der Sport nicht zweitrangig wird, aber nicht mehr so wichtig in deinen Augen erscheint? Das hat es selten gegeben. Ich habe mich zweimal verrennt in einem Übertraining, da habe ich einfach die falsche Trainingswahl getroffen oder sage ich mal die falsche Trainingsstruktur angesteuert. Was ich natürlich schon gemerkt habe, wie mein Familienvater war und meinen kleinen Buben gekriegt hat, ist der Sport natürlich noch schon an zweiter Stelle. So ehrlich muss ich noch auch sein, weil da weiß man natürlich schon, es gibt Wichtigeres im Leben. Auf jeden Fall. Inwiefern ist es dir auch wichtig, deinem Nachwuchs dein Hobby nahezulegen oder haben sie freie Hand und dürfen selbst darüber entscheiden, welcher Sportart sie sich in erster Linie widmen? Na, komplett selbst entscheiden. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass man die Kinder fördert im Sport, egal in welchem Sportart. Wurscht, ob Fußball, Langlaufen, Skifahren, es ist komplett egal und wenn es Tischtennis ist, ist es auch wurscht. Also wirklich das, was sie gerne tun und sollen sie tun, aber da sollte man es auch fördern, weil ich glaube, ganz wichtig ist, dass man doch wieder die Jugendlichen und die Kinder zum Sport bewegt, dass sie sich bewegen. Es ist wichtig für unser Gesundheitssystem, das sehen wir gerade jetzt in der Phase, wo Corona ein großes Thema ist. Es ist aber auch wichtig, dass man die Kinder, glaube ich, einfach zum Sport motiviert, weil man im Sport einfach viel lernen kann. Man kann gerade im Sport das Beste, was man da lernt oder was ich gelernt habe, ist einfach, dass man, wie man mit Sieg und Niederlagen umgeht. Und glaube ich, im Leben ist es auch so, es geht nicht nur immer bergauf, es wird auch mal bergab gehen und das muss man dann auch wegstecken können. Also
Da werden sicher fördern und unterstützen, aber Profisportler muss er nicht werden, ne? Das ist auch Okay. einfach. Also eventuell gibt es den nächsten Dominik Landertinger auch in Zukunft. Abschließend würde ich ganz gerne das Olympiathema noch ansprechen, zwar noch in weiter Ferne, aber das ein oder andere Mal hast du auch teilgenommen und auch erfolgreich mit Medaillen abgestaubt. 4 Stück sind es insgesamt geworden. Wie steuert man so ein Olympiajahr an? Ist das im Prinzip ein normales Weltcupjahr, wo dann vielleicht die letzten Wettbewerbe vor Olympia wichtiger erscheinen oder ist man dann wirklich erst in Peking auf dieses Projekt vorbereitet? Nein, man bereitet sich auf Olympia teilweise sogar länger vor. Also ein Olympia-Zyklus ist gerade im Trainingsbereich, dauert oft 4 Jahre, wo man wirklich sein Training so steuert, dass man dann im vierten Jahr die Top-Performance abrufen kann. Es ist aber so, dass man gerade das Jahr davor, so wie heuer, noch wirklich alles auf den Olympia-Faktor legt, weil Olympia doch das Größte ist, was man in unserer Sportart halt erreichen kann, wenn man da Medaille macht oder sogar Olympiasieger wird. Und gerade jetzt, so wie in Peking, da machen die Athleten natürlich, durch das, dass es das ziemlich hoch liegt, Höhentraining, bereiten sie speziell auf die Anpassung auch in der Höhe vor. Und man schaut schon, dass man den World Cup nachher auch so legt, dass man die Topform nachher bei Olympia hat. Was nicht ganz einfach ist, wo man auch Glück braucht, wo man auch natürlich gesundheitlich fit bleiben muss. Aber da wird alles daran gesetzt, dass man bei Olympia noch in Topform ist. Gab es da bei dir in der Vergangenheit, das habe ich jetzt nicht ausrecherchiert, auch gewisse Olympia-Vorbereitungen oder bewusst Wettbewerbe spritzen hast lassen, damit du mehr regenerieren kannst? Hab ich schon auch gemacht, ja, dass ich vor Olympia Wettkämpfe ausgelassen habe. Aber ich habe halt eher geschaut, dass ich wirklich den Abschluss vor Olympia nochmal gut hinbringe und da einfach nochmal einen guten Formaufbau mache. Und was ich auch gemacht habe, ich habe da noch an alle Medientermine, wo es möglich war, gecancelt, dass ich mir ja nirgendwo mehr eine Krankheit oder sonst irgendwas aufreiße. Und habe mich dann wirklich auf Olympia fokussiert und es hat eigentlich relativ gut hingehauen jetzt mal. Ja. Abschließend hätte ich noch ganz gern eine Prognose. Was passiert im Jahr 2022? Was sind die Ziele und Erwartungen von Dominik Landertinger? Sei es sportlich, was das ÖSV-Team betrifft oder auch eben die berufliche Perspektive? Ja, ich glaube, das Jahr 2022 hoffe ich jetzt auch von sportlicher Seite für den österreichischen Biathlon-Sport, dass wir einfach wieder super Rennen sehen. Gerade unser Damenteam war letztes Jahr so gut mit der Lisa Hauser und Dunja Stutz, Schweiger Julia, wie sie alle heißen. Ich hoffe, dass die Damen daran wieder weiter ansetzen können, dass die Performance wieder so abliefern und dass wir da einfach tolle Rennen sehen. Und das gleiche gilt auch für die Herren. Da hoffe ich einfach, dass vielleicht in die Einzelrennen die Herrenmannschaft da das notwendige Glück hat, dass das perfekte Rennen daherkommt und dass wir ja, als Zuschauer vor dem Fernseher wieder spannende Rennen erleben. Ja. Und das, glaube ich, ist sicher drinnen. Und ja, was meine private Geschichte angeht, da sage ich mal, was ich mir für 22 wünsche, das ist einfach fit und gesund bleiben und den Rest muss ich selber erarbeiten. Tolles Abschlusswort. Dominik, besten Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wir drücken natürlich den ÖSV-Athleten am kommenden Wochenende in Östersund die Daumen und dir natürlich auch, dass deine persönlichen Projekte und vor allem dein Vorhaben als Co-Kommentator weiterhin so erfolgreich fortgesetzt wird. Dankeschön, danke. Das war also der exklusive Einblick in das neue Leben von Dominik Landertinger, der erfolgreichste österreichische Biathlet aller Zeiten mit 37 Podestplätzen und 9 Medaillen bei Olympia und Weltmeisterschaft. Hab's bereits gesagt, der Weltcup geht am Wochenende los. Einige heiße Eisen am Start, aber das rot-weiß-rote Team geht nicht als Favorit in diese neue Saison. Am Wochenende sind wir schlau und ich würde mich freuen, wenn Sie bald wieder dabei sind, wenn es heißt Krone TV Sport Talk. Boom, boom, boom.